In diesem Video möchte ich auf das Thema Bodyshaming eingehen. Was ist das überhaupt? Warum gerade jetzt ansprechen? Ein bisschen Verständnis dafür schenken und dann auch, wenn ihr davon betroffen seid und eine Diät machen möchtet, warum eine Diät gar keinen Sinn hat. Ich hoffe, das Video wird euch die Augen öffnen. Teilt es gerne und wenn ihr der Meinung seid, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, damit das Video geteilt wird und gesehen wird. Denn dieses Thema muss angesprochen werden. Um ehrlich zu sein, bis vor kurzem konnte ich mit dem Begriff Bodyshaming noch nichts anfangen. Er hat mir einfach nichts gesagt. Er kam in meinem Umfeld auch eigentlich nicht wirklich vor, weil ich mir sehr selten irgendwelche Zeitschriften kaufe, weil ich sehr selten Fernseher schaue oder mir irgendwelche Klatsch- und Tratsch-Themen anhöre. Aber Bodyshaming ist aktuell wieder ein richtig krasses Thema und aus aktuellem Anlass, weil Bodyshaming betrieben wird in einer Zeitschrift und ich werde euch das Cover jetzt kurz hier einblenden, möchte ich gerne darauf eingehen. Und zwar Bodyshaming bedeutet, ich als außenstehende Person kritisiere eine Frau, die ich zum Beispiel auf der Straße sehe oder sonst irgendwo oder in meinem Umfeld habe und sag, hey, deine Haare gefallen mir nicht oder hey, du bist viel zu dünn, hey, du bist viel zu dick, hey, deine Beine sind krumm. Ja, egal was, es geht hier um das Dissen oder ich sag's einfach mal so ganz krass, wie es ist, ne? Es geht um Erwachsenenmobbing. Es geht um Mobbing bei Erwachsenen. Und ich verfolge das ja so ein bisschen beim Carsten Stahl, der macht das ja in den ganzen Schulen, dieses Anti-Mobbing, bla bla bla. Finde ich richtig cool. Und hier, als ich das gelesen habe, als ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe, hier geht es ja tatsächlich darum, dass Erwachsene sich so verhalten wie kleine Kinder. Also man kann nichts anderes sagen. Hier geht es darum, dass die Angst von einer Person, also Bodyshaming sagt mehr aus über die Person, die etwas Negatives und Hässliches zu einer anderen Person sagt, als über die Person, die angesprochen wurde. Weil hier versucht die Person, die etwas Schlechtes sagt über eine andere Person, zum Beispiel, schau die mal an, wie dick die ist, ja, versucht sich selbst ein gutes Gewissen zu machen und meistens rührt das aus ihrer Angst einher, dass man irgendwas sagt. Das geht teilweise sogar so krass weit, dass ich eine Freundin habe, die eine, ich würde sagen, perfekte Figur hat. Also sie ist wirklich schlank, nicht sportlich, ja, aber trotzdem hat sie eine gute Figur und der wurde in der Schule gesagt, sie ist zu dünn. Und dann meinte sie so, hey Kerstin, bitte helf mir, ich muss unbedingt zunehmen, ich möchte unbedingt zunehmen. Und ich so, hä, warum denn? Du hast die perfekte Figur. Was ist denn los? Also sie wollte nicht deswegen zunehmen, damit es ihr besser geht, damit sie sich gesundheitlich fitter fühlt. Was ja aber tatsächlich bei den Frauen, die ein bisschen korpulenter sind, die möchten vielleicht abnehmen, weil sie sich dadurch fitter fühlen. Ja, weil die weil die gesundheitlichen Folgen von Übergewicht dramatisch sein können, zum Beispiel bei den Gelenken, dass man Gelenkschmerzen bekommt, Herz-Kreislauf-Probleme eher bekommt. Also Diabetes, Risiko fürs Diabetes steigt, wenn man übergewichtig ist, ja. Aber hier geht es wirklich darum, dass sie zu mir hergekommen ist und dann gesagt hat, ich möchte zunehmen, weil ich mich nicht wohlfühle. Die finden mich alle zu dünn. Wir müssen uns doch selber darüber im Klaren sein, was es für Auswirkungen auf uns hat, ob wir jetzt dünn sind, ob wir jetzt dick sind, ob wir jetzt sportlich sind oder unsportlich sind. Und das muss unsere eigene Entscheidung bleiben. Und deswegen, wenn ihr von Bodyshaming betroffen seid, hier wirklich mein Appell an euch, lasst euch von niemandem etwas einreden. Es muss euch gut gehen mit eurer Figur. Und wo ich das Thema vor allem auch bei meinen Kunden, die ich betreue, sehr stark merke, ist, wenn sie mir als Grund fürs Abnehmen, wenn sie zum Beispiel übergewichtig sind, schreiben, damit mich andere schön finden. Und da bin ich echt manchmal so traurig darüber, weil ich mir denke, du musst dich selbst schön finden. Es ist damit nicht getan, dass dich andere schön finden und damit wird sich das Problem nie lösen, sondern du musst erstmal deinen eigenen Wert für dich erkennen und du musst wissen, dass so wie du bist und vor allem zählt da der Charakter. Das ist das wirklich Schöne an Menschen. Und die Person kann noch so hübsch sein, wenn sie einen hässlichen Charakter hat, wenn ihr Charakter gehässig ist, wenn man schlechte Charaktereigenschaften hat, das ist unattraktiv an einer Person, aber nicht die Figur. Weil es in der Vergangenheit, ich habe mich auch schon in Typen verliebt, die also vom Optischen her jetzt auch nicht hübsch waren, vielleicht ist es jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber
die waren vom Optik, weil umgekehrt kann man es ja genauso sehen, die waren optisch jetzt kein Hammer, ja. Da haben sich die Leute gefragt, so, Alter Kerstin, warum bist du denn mit dem zusammen? Und ich so, ja, weil man sich auch im Charakter verlieben kann. Es ist nicht damit gesagt, dass nur weil jemand schön ist, ist es auch tatsächlich der perfekte Mann, ja. Weil klar hat er jetzt andere Gründe, warum ich nicht mehr mit denen zusammen bin, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das Aussehen im Endeffekt in unserem Leben wirklich sekundär ist. Ich meine, wie viele Menschen habe ich schon kennengelernt, die waren jetzt optisch nichts Besonderes, aber durch ihren Humor, durch ihren Charakter waren sie, hatten sie so eine starke Ausstrahlung und waren demnach so attraktiv auf einmal, wenn man sie erstmal kennengelernt hat. Wahnsinn! Was ich damit sagen möchte, ihr braucht euch da wirklich keine Gedanken machen über euer Optisches, wenn sich irgendjemand, wenn irgendjemand etwas Negatives zu euch sagt, denn diese Personen sind meistens unzufrieden mit sich selbst. Und gerade das Schlimme an dieser Zeitschrift fand ich jetzt, dass sie wirklich die hässlichen und unattraktiven, im Endeffekt müsste man eigentlich eher sagen, die natürlichen und gottgegebenen Stellen, ja, fotografiert haben, also die Zellulite, den größeren Hintern, den hervorstehenden Bauch, vielleicht nach einer Mahlzeit und ja, selbst Models, wenn sie ein großes Essen essen, ja, aus einem Teller, der so groß ist wie mein Kopf, werden dementsprechend durch das Volumen vom Essen einen größeren Bauch haben. Das ist völlig normal und nichts Unnatürliches. Das ist das Normalste der Welt, nur strecken sie es natürlich nicht in die Kamera, weil es ist ja klar, es sieht ästhetisch schöner aus, wenn man mit einem flachen Bauch vor dem Bild ist. Und das ist auch gut so. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Jeder findet etwas anderes schön. Es gibt Männer, die stehen auf korpulentere Frauen. Es gibt Frauen, die stehen auf richtig schlanke Männer oder auch auf Männer mit Bierbauch und sagen, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Das sagt mein Opa immer übrigens. Und wenn ihr zu diesen Personen gehört habt, die Frauen aufgrund ihres Aussehens ab und zu schlecht geredet haben, dann schaut lieber in die andere Richtung und sagt, ich richte meinen Fokus auf etwas anderes und ich kommentiere das jetzt gar nicht, weil erstens dieses Kommentieren, das kann die andere Person richtig verletzen und wenn ihr etwas Negatives sagt, macht das euch auch gleich negative Emotionen in euch selbst, richtet doch einfach und außerdem ist es völlige Zeitverschwendung, weil wahrscheinlich möchte die Person nicht mal euren Kommentar hören und es interessiert die Person vielleicht auch gar nicht. Richtet euer Fokus doch auf irgendwas Schönes. Und bezüglich der Zellulite, ich meine, wir Frauen können nichts dafür, dass wir ein schlechteres Bindegewebe haben, dass unser Fett sich an Problemzonen, also an gewissen Zonen in unserem Körper, eher anlagern als eher verteilt wie bei den Männern und dass wir es dann dementsprechend auch schlechter wegbekommen, dass wir dann auch Zellulite bekommen, weil unser Bindegewebe schlechter ist. Ich meine, klar, durch Sport und Ernährung kann man was dagegen tun, aber wenn die Person das jetzt zum Beispiel erst vor kurzem Mutter geworden ist und ihr Fokus eben auf das Kind, auf dem Kind liegt und nicht auf Sport machen, gut, gesunde Ernährung ist nochmal außen vor, weil was man isst, finde ich, ist immer noch eine andere Sache. Das tut dem Körper ja wirklich gut und ja, Sport auch. Aber was ich damit sagen möchte, ist, vielleicht liegt der Fokus komplett auf dem Kind und das Wohl des Kindes ist einem so wichtig, wichtiger als alles andere, wichtiger als dieses 30-Minuten-Workout alle dreimal die Woche. Und dann ist es auch völlig in Ordnung. Jeder hat seinen Fokus und ich denke, wir brauchen keine Erwachsenendiskriminierung durchführen oder Erwachsenenmobbing in unserer Zeit im 21. Jahrhundert. Ich meine, sorry, wo sind wir denn gelandet? Und dieses Bodyshaming kann ganz krasse Auswirkungen haben. Und zwar gerade so wie bei meiner Freundin, sie möchte essen, obwohl sie eigentlich gar keinen Hunger hat, probiert dicker zu werden, nur weil sie von anderen in Anführungszeichen gebodyshamed wird, also gemobbt wird wirklich. Es kann wirklich krank machen. Diejenigen, die fühlen sich dann vielleicht total unwohl in ihrem Körper oder noch unwohler, vielleicht wissen sie sogar schon, dass ja, irgendwas mit ihrem Körper jetzt einfach nicht so toll ist, aber ihr Fokus liegt einfach, wie schon mit dem Kind erwähnt, einfach woanders. Und sie haben jetzt aktuell einfach keinen Nerv, sich mit Training und Ernährung auseinanderzusetzen. Ich meine, es ist mein Job, Trainerin zu sein und für mich hat eine gesunde Ernährung und Sport immer noch einen positiven Vorteil in meinem Leben. Deswegen möchte ich auch auf Sport nicht verzichten, weil es mir immer dieses Glücksgefühl gibt, man fühlt sich danach immer noch besser und der positive Nebeneffekt ist jetzt für mich, dass man einfach einen tollen Körper hat.
Aber wenn jemand anders seine Prioritäten woanders sieht, wenn einem Sport zum Beispiel auch gar keinen Spaß macht, wenn man jetzt zum Beispiel den Sport auch nicht gefunden hat, der einem Spaß macht, dann kann ich das auch verstehen, warum man das vielleicht doch nicht machen möchte. Dieses Dissen oder dieses Bodyshaming macht den Betroffenen eigentlich wirklich, die ja gedisst wurden, nur noch mehr Stress. Und da müssen wir uns fragen, ist es wirklich so zielführend für die Personen, wenn wir sie so negativ beleidigen oder ansprechen? Ist es nicht eher so, dass wir den Personen noch mehr Stress machen, dass sie dann vielleicht sogar anfängt, Frust zu essen, dementsprechend vielleicht noch korpulenter wird, noch unmotivierter ist, Sport zu machen? Das sollten wir uns erstmal überlegen, was es überhaupt in den anderen Personen auslöst, wenn wir was sagen, das sie beleidigt. Ich denke, wir sollten eher dahin kommen, dass wir Komplimente machen, dass wir das ansprechen, was uns positiv auffällt an der anderen Person. Unterstützt sie doch mal in dem, was sie vielleicht vorhat. Und wenn ihr merkt, dass eure Freundin zum Beispiel anfängt, über eine andere Frau zum Beispiel zu lästern, so, ach, die ist aber dick, ach, die hat aber komische Beine oder guck mal, wie ihr Po aussieht oder was auch immer, fragt sie doch mal, hä, aber stört es dich jetzt oder fühlst du dich jetzt besser, weil du irgendwas gesagt hast? Oder warum sagst du denn sowas überhaupt? Probier der anderen Person, manche haben ja gar kein Verständnis für das, was sie manchmal sagen, zu sagen so, hey, wie sieht's aus? Was sagst du hier gerade? Weißt du das eigentlich? Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand sowas zu dir sagt? Wahrscheinlich nicht gut. Und man kann immer Komplimente bezüglich des Charakters machen. Man kann immer Komplimente bezüglich des Kleidungsstils vielleicht auch machen. Oder vielleicht Komplimente bezüglich der Disziplin. Und dementsprechend gibt ihr etwas Positives raus in die Welt. Und das sollte doch eigentlich das Ziel sein von unserem Dasein, von unserem Zusammenleben, von unserem, ja, Menschsein. Einfach positive Dinge in die Welt rauszutragen, denn jeder probiert doch durch seine Arbeit etwas Positives zu leisten, durch das, was wir sagen, etwas Positives zu leisten. Und ich denke, da können wir, kann jeder so ein bisschen, man sagt ja immer eine gute Tat am Tag, nee, irgendwie anders, aber auf jeden Fall so in der Art. Versucht es doch mal. Das wird euch euer Leben viel, viel mehr bereichern, als negativ über andere Frauen und Männer zu urteilen und zu werten. Und jetzt noch ganz am Ende zum Thema Abnehmen was. Und zwar so Zeitschriften probieren natürlich auch, die nächste Diät zu verkaufen. Sie möchte natürlich auch immer Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist meistens der Grund, warum Bodyshaming unter anderem auch in den Medien betrieben wird. Um Dinge zu verkaufen, damit Frauen sich so schnell wie möglich auf Size Zero runterhungern. Und wie natürlich Low Carb, damit sie danach wieder den Jojo-Effekt haben und danach wieder unzufrieden sind, noch mehr Gewicht haben und danach wieder abnehmen müssen und danach wieder die nächste Diät verkauft werden kann und wieder der nächste Jojo-Effekt. Ja, das ist wirklich traurig und deswegen biete ich Low Carb Abnehmen sowieso gar nicht an, weil ich nur weiß, dass mit High Carb Abnehmen, wenn man sich nichts verbietet, mehr oder weniger alles erlaubt ist, abnehmen kann. Aber davor muss man erstmal im Kopf so weit sein, dass man sagt, hey, ich möchte abnehmen, damit es mir besser geht. Ich möchte abnehmen, damit ich mich fitter fühle. Ich möchte abnehmen, damit ich meine Krankheit vielleicht besiege oder die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit minimieren kann. Ich möchte abnehmen, damit es mir gut geht. Sprich, ihr werdet nur wirklich erfolgreich abnehmen können, eine Diät machen können, wenn ihr den Fokus auf euch setzt. Was möchtest du? Frag dich mal, was möchtest du? Warum willst du überhaupt abnehmen? Ich weiß, mir folgen sehr viele Frauen, die abnehmen möchten. Warum möchtest du abnehmen? Was ist der wirkliche Grund dahinter? Wenn der Grund ist, oh, ich möchte meinem Freund gefallen, wird die Diät scheitern. Wenn du sagst, ich möchte in der Schule akzeptiert werden oder ich möchte in der Arbeit akzeptiert werden, wird die Diät wahrscheinlich scheitern. Du musst für dich selbst ein höheres Ziel haben und das ist nicht eine andere Person. Das sind nicht andere gemeinschaftliche Gruppen. Das ist nicht ein Ort, an dem du dich wohlfühlen wirst. Das bist du selbst. Du musst dich in deinem eigenen Körper gut fühlen und wohlfühlen lernen. Und erst dann kannst du auch wirklich anfangen abzunehmen und dich besser zu fühlen. Und die letzte Sache, wo ich nochmal darauf eingehen möchte, genau in diesem Zusammenhang ist, ich habe einen Schönheitschirurgen als Kunden und der erzählt mir auch immer so, welches Model denn zu ihm kommt. Und ihr könnt mir glauben, erstens, die meisten Frauen oder viele Frauen sind nicht so hübsch, wie sie eigentlich aussehen, weil sie in ihrem Gesicht was machen lassen haben, auch wenn sie es nur
irgendwie gewisse Stellen aufspritzen. Und bezüglich der guten Figur von Models, manche haben da auch nachhelfen lassen. Also nicht alles glauben, was ihr seht, auch auf Instagram natürlich. Sehr viele Sachen sind retuschiert, sind, ich glaube, so lassen wir das einfach mal stehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Verständnis zu diesem Thema. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung noch unten reinschreibt und mir einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr das Thema auch so feiert. Vielleicht hilft das Video ja der ein oder anderen Person, die auch manchmal mit Bodyshaming zu kämpfen hat. Dann leitet ihr gerne bei den drei Punkten unten weiter. Einfach auf Teilen klicken. Bis zum nächsten Video. Das werden übrigens drei super schnelle Rezepte zum Nachkochen sein, wenn ihr abends von der Arbeit heimkommt, damit ihr noch was